glaube, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, es kracht an ziemlich vielen Fronten. Wir sehen, dass der Rubel kollabiert nach den Sanktionen der Amerikaner gegen die Gazprombank. Das wiederum hat Konsequenzen wahrscheinlich für die europäische Energieversorgung, besonders in Ländern Europas wie Österreich, Ungarn, Slowakei, die davon abhängig sind. Wir sehen, dass in Frankreich die Krise wieder aufflammt. Wir sehen die höchsten Risikoprämien für französische Staatsanleihen seit der Euro-Krise. Und wir sehen, dass offenkundig auch diese KI-Euphorie so ein bisschen in sich zusammenfällt, nachdem gestern Zahlen etwa von Dell ziemlich katastrophal ausgefallen sind, vor allem die Prognose des Unternehmens für den weiteren Verlauf doch ziemlich enttäuscht hat. Gucken wir uns mal an, was die Märkte einen Tag vor Thanksgiving machen in den USA und starten erstmal mit dem, was ich heute Morgen schon gebracht hatte. Bank of America sagt, also wir haben dermaßen extreme Positionierungen derzeit, wir haben extrem niedrige Cashbestände, die Leute sind all in, Hals über Kopf in Aktien und das ist ein Verkaufssignal. Wir sehen heute ja eine gewisse Schwäche an den Märkten, dazu gleich mehr, wollen uns aber zunächst mal so ein paar Headlines anschauen, etwa von Bloomberg. Was ist da los, was ist passiert, warum geht es bergab, etwa gerade beim Nasdaq, und dann hören wir erste Headline, ja, Aktien fallen, weil Trump ja zum Beispiel mit Jameson Greer, so ein China-Hawk, als Handelsbeauftragten jetzt ernannt hat, beauftragt hat. Das war damals die rechte Hand von Robert Lighthizer, ein ausgesprochener China-Hawk, also jemand, der sich eingesetzt hat für hohe Zölle. Dann sehen wir zweite Headline, ja, also wir haben ja jetzt Daten etwa zur Verbraucherpreisinflation PCE gesehen, die nochmal bestätigen, dass die Fed es nicht eilig haben dürfte mit Zinssenkungen, deswegen die Aktien unter Druck. Aber in dieser Grafik sehen Sie, naja, die Aktien sind auch unter Druck, weil eben die Aktienmärkte in den USA extrem teuer sind. Equities are undeniable expensive. Das ist jetzt auch der Wall Street aufgefallen, meine Damen und Herren. Wir hatten ja heute diese Daten PCE und vor allem die Kernrate plus 2,8%, deutlich eben über dem Ziel der Fed, ist aber alles so reingekommen wie erwartet, also wie praktisch sozialistische, wie ein Fünfjahresplan der Sozialisten, gell, der trifft ja auch immer genau ein, hier sehen wir, ist genau erfüllt worden und eigentlich jetzt kein wirklicher Grund zum Erschrecken. Wir sehen aber, dass diese Tendenz hier in dieser oberen Grafik doch wieder nach oben zeigt. Wir hatten jetzt in der Kernrate zum Vormonat 0,27% im Oktober, höchster Anstieg seit März, und erstaunlicherweise, und das ist so ein bisschen typisch für das, was bei der Biden-Regierung statistisch passiert ist, sehen wir, dass plötzlich durch Revisionen etwa 140 Milliarden Dollar an Sparvolumen der Amerikaner verschwunden ist. Ja, wo sind die denn hin, gell? Die sind statistisch praktisch, sind jetzt entfleucht, nicht wahr? So wie über 800.000 Stellen, die am Arbeitsmarkt nie existiert haben, aber gedachterweise mal aus ästhetischen Gründen wahrscheinlich hier dem Volke präsentiert wurde, damit man das bessere Gefühl hat zur Wirtschaft. Aber das haben die Amerikaner ja nicht geglaubt. Und deswegen den Donald gewählt, weil sie gesagt haben, also für mich fühlt sich diese Wirtschaft nicht so wahnsinnig toll an. Und dann wird die Sache vielleicht noch ein bisschen komplizierter durch die Zölle. Hatzius von Goldman Sachs sagt, ja, also man kann davon ausgehen, dass die Zölle von Trump mindestens 1% an Inflation dazu bringen. Er sagt, es gibt so eine Daumenregel, 1% Zoll ist 0,1% Anstieg der PCE-Inflation. Jetzt hat der gute Donald aber gesagt, 25% Mexiko, 25% Kanada, und bei China weiß man noch nicht so genau, das ist ein bisschen unklar, aber diese drei Länder alleine stehen eben für 43% der Importe, und gerade für bestimmte Regionen eher im Norden der USA wäre das eine echte Katastrophe, wenn etwa Zölle von 25% gegen kanadisches Öl hier erhoben werden, und die exportieren in die USA fast 4,5 Millionen Barrel, das ist eine riesige Menge, mit hoher Qualität ist dieses Öl gesegnet. Also das würde das zentrale Wahlkampfversprechen von Trump eigentlich ad absurdum führen, denn die Energiepreise würden steigen, vor allem in bestimmten Regionen der USA. Und jetzt kommt noch oben drauf, dass der Elon Musk sagt, also ich nehme es jetzt doch ganz ernst mit dieser Budgetreduzierung. 2 Billionen will ich hier runterbringen von den 6,75 Billionen
des Budgets, das die US-Regierung hat. Damit wäre es sozusagen die drittgrößte Volkswirtschaft, vor allem die Volkswirtschaft mit der schnellsten Wachstumsrate, die wir jemals gesehen haben. Wir sehen, wie das hier massiv nach oben geht und das Ganze in einer Situation, wo jetzt Musk dann auch etwas sagt, also diese 24 Milliarden, die Biden jetzt der Ukraine zugesagt hat, die will ich streichen, das soll nicht passieren und all das eben noch flankiert von dieser massiven Schuldenaufnahme, die jetzt erforderlich ist, weil die bestehenden Anleihen auslaufen. In 2025 muss man 7 Billionen Dollar refinanzieren. Für den Rest des Jahres ist auch noch einiges zu refinanzieren. Wir hatten heute eine 7-jährige Anleiheauktion, die ziemlich gut gelaufen ist. Aber in der Summe ist sie praktisch im Laufe eines guten Jahres, nämlich bis Ende 2025, müssen die Amerikaner 26% ihrer gesamten Schulden refinanzieren, müssen also neue Anleihen auf den Markt bringen, um Gelder aufzunehmen. Wie der gute Elon da das Budget reduzieren will, ist eine gute Frage. Und vor allem, welche Konsequenzen hätte das, wenn wir uns mal anschauen, dass die Amerikaner ein Defizit von 6,3% zum BIP haben. Das ist so viel wie noch nie außerhalb des Zweiten Weltkrieges und Corona. Und wenn wir das jetzt mal, ich sag mal, auf eine vernünftige Bahn runterbrechen, dann würde die amerikanische Wirtschaft viel schlechter dastehen, als sie offiziell dasteht. Das ist sozusagen so ein bisschen geschminkt, die ganze Geschichte. Wenn Elon jetzt hergeht und sagt, ich werde dieses Budget nach unten bringen, dann wird das auch die Wirtschaft deutlich nach unten bringen. Da gibt es gar keinen Zweifel, denn diese Staatsausgaben erzeugen ja Nachfrage, da entstehen Jobs, etwa bei privaten Unternehmen und so weiter und so fort. Jetzt wechseln wir mal die Baustelle. Vorhin haben wir gehört, Ukraine, jetzt gehen wir nach Russland und sehen, boah, der Rubel ist im freien Fall. Unten sehen Sie mal den Chart Dollar-Rubel. War eigentlich lange Zeit so knapp unter 100 und bums, jetzt sind wir heute gestiegen auf über 113, als ich zuletzt geguckt habe. Und der Rubel fällt nicht nur gegenüber dem Dollar, sondern auch etwa gegenüber dem chinesischen Yuan. Und wir sehen eine merkwürdige Häufung von ziemlich seltsamen Dingen, etwa 5 NATO-Aufklärungsflieger, die um Kaliningrad herumfliegen, dort mit modernster Technik versuchen, offenkundig bestimmte Dinge in Erfahrung zu bringen. Dann eben dieser Rubel-Crash, dann sehen wir, dass dieses chinesische Schiff, das die Unterseekabel zerstört hat, jetzt von der NATO umzingelt wurde, aufgebracht wurde. Bleiben wir aber zunächst mal in Russland. Man hat jetzt praktisch, oder die Amerikaner haben praktisch mit der Gazprombank den zentralen Player aus dem Spiel genommen in Sachen Energielieferung, in Sachen Rubel. Und das erklärt eben, warum jetzt der Rubel so unter Druck ist, weil jetzt viele russische Firmen versuchen jetzt noch an Dollars zu kommen oder an andere Währungen, damit sie Rechnungen bezahlen können, wenn sie Aufträge vergeben. Denn Rubelakzeptanz ist damit praktisch ausgeschlossen. Das heißt, die kommen unter Druck, versuchen jetzt ihre Rubel irgendwie loszuwerden, Fremdwährungen sich reinzuziehen. Das erklärt, warum dieser Rubel jetzt so plötzlich und so schwer unter Druck ist. Dazu scheint eben auch die Zentralbank nicht mehr dagegen zu halten, also keine Rubel zu kaufen. Und das vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft da ja völlig überhitzt mit einer massiven Inflation, dazu gleich mehr. Und dann etwas Merkwürdiges, die NATO hat jetzt 5 Flugzeuge geschickt, die mit höchster technischer Ausstattung eben hier diese Erkundungen machen um Kaliningrad, was ja ein sehr wichtiges Militärzentrum für die Russen ist. Was ist da eigentlich im Gange? Und all das kombiniert eben, das ist schon eine merkwürdige Fügung, die wir hier sehen. Russland, überhitzte Wirtschaft, massive Inflation. Es gibt die sogenannte Trueflation auch in Russland. Da dürfte die Inflation etwa 71,4% betragen und nicht 28%. Die Russen haben, glaube ich, einen Leitzins von 22% und dennoch fällt der Rubel ins Bodenlose. Wir sehen Lebensmittelpreise 70% gestiegen seit Beginn des Jahres. Also da passiert etwas, da ist etwas los. Und das gilt auch für einzelne Aktien, etwa Gazprom. Neues Allzeittief in Dollar, da geht es richtig bergab, aber auch für solche Firmen etwa wie Samolet, das ist der größte Immobilienentwickler in Russland, der offenkundig kurz vor der Pleite steht, der Aktienkurs kollabiert, also da gehen einige Dinge in Dutt, hat man das Gefühl. Und das Energiethema aber hat dann eben auch Folgen für ganz Europa. Wir sehen, dass viele Länder ja noch russisches Gas beziehen. Wir sehen rechts mal in dieser Grafik, dass die Gaspreise ohnehin ziemlich deutlich gestiegen sind. Und das angesichts eines Winters, der wohl schärfer, strenger wird, wenn wir
den Prognosemodellen glauben dürfen. Und all das stellt eben jetzt in Frage, ob etwa Österreich, Ungarn, Slowakei, ob die wirklich noch dann bald russisches Gas beziehen können. Und dann diese Geschichte Unterseekabel, chinesisches Schiff Yipeng, das ja mit einem russischen Kapitän am Start war, da hat jetzt die NATO dieses Schiff, das Sie hier rechts sehen, umzingelt. Das kann nicht mehr weg. Man sieht jetzt praktisch klare Beweise, dass hier absichtsvoll diese Unterseekabel von diesem chinesischen Schiff mit einem russischen Kapitän zerstört wurden. Apropos China, hier sehen wir massive Kapitalabflüsse aus dem Aktienmarkt angesichts Trump und Deporters. Und wir sehen, dass die Chinesen selber versuchen, Dollar zu horten, vor allem chinesische Firmen, weil sie aus Erfahrung des Handelskrieges 1.0 wissen, ja, da brauchen wir Dollar, das macht uns unabhängiger, damit sind wir flexibler. Also versuchen die auch Dollar zu horten, wo sie können. Also paradoxerweise, der Handelskrieg sorgt für eine Flucht in den Dollar. Und wir sehen dann auch andere geopolitische Verwicklungen, die erstaunlich sind. Etwa jetzt die Opposition in Syrien, hat man schon lange nichts mehr gehört. Die sind kurz vor Aleppo, haben die Russen, die als Unterstützungstruppen bei Assad ja versuchen, das Regime zu stützen, praktisch vertrieben. Wenn sie jetzt diese wichtige Stadt Aleppo einnehmen, dann haben wir auch da eine komplett andere Dynamik. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Und dann auch erstaunlich dieser Waffenstillstand Hezbollah und Israel. Heute allerdings die Meldung, dass die Amerikaner weitere Waffenlieferungen an Israel erlauben. Und wir wissen, dass Netanyahu mehr oder weniger klar gesagt hat, ich mache diesen Waffenstillstand mit der Hezbollah, um dann mich um den Iran zu kümmern. Und Trump selber hat ja da schon grünes Licht gegeben, tut, was ihr tun müsst. Und erstaunlich auch finde ich, dass wir heute Dollarschwäche sehen. Wir sehen den Dollarindex deutlich unter Druck. Wir sehen aber vor allem Dollar-Yen ist unter Druck. Das heißt aus meiner Sicht, dass japanische Investoren Geld abziehen aus den Märkten, repatriieren, weil sie risikoaverse werden, sonst ist das nicht zu erklären. Wir sehen auch Euro-Dollar heute steigend und all das, meine Damen und Herren, diese geopolitischen Verwicklungen, was mit Nvidia los ist, was in Frankreich passiert, was in Deutschland eskaliert, das werde ich im zweiten Teil bringen. Ich denke, wenn Sie verstehen wollen, das ganze Bild, dann unbedingt da reinschauen. Ich packe den Link wieder unter das Video. Wir sehen uns gleich. Servus, ciao.